Herzlich willkommen zu einer Reise ins Kammtal. Wein pur entführt Sie nach Elsern zum Weingut Waldschütz. Reinhard Waldschütz, ich bin der Chef von unserem kleinen Weingut, das wir über ca. 20 Jahre hindurch fleißiger Arbeit aufgebaut haben. Wir sind da im Ort Elsern, das ist ein Katastralort von Straß im Strassertal, wo mich als Weingut Waldschütz sehr gut etabliert habe und wir unsere Weine halt ganz einfach produzieren. Ich bin der Markus Waldschütz, bin 21 Jahre, ich habe die Weinbauschule in Krems besucht. Zurzeit bin ich im Weingut zu Hause tätig. Also an der Stelle bleibe ich eigentlich mit meinen ganzen Kunden und Weinliebhaber immer stehen, weil wir da ganz einfach den typischen Boden sehen. Wenn ich jetzt die Weltkugel hernehme und ich habe den Boden, der ganz leicht ist, mit sehr viel Stein, Urgestein, das siedelt die immer so gegen 12 Uhr oben an. Dann gehe ich Richtung 3 Uhr, da wird der Boden schon leichter, das ist Lehm mit sehr viel Sandanteil. Das ist dann der Löss. Und wenn ich dann runtergehe, 6 Uhr, da haben wir unsere Schwarzerdeböden. Gegen 9 Uhr von der Weltkugel gibt es dann keinen Wein. Das wäre der Lehm-Löss mit sehr viel Tonanteil, der den Boden sehr verdichtet und die Pflanze das gar nicht mag. Und da sehen wir den typischen Lössboden und man sieht das sehr gut. Über Jahrhunderte bleibt die Böschung so stehen und rutscht nichts nach unten. Das ist eigentlich das Phänomen von Krems. Bis runter in Wagram sieht man die Böden sehr schön. Das ist unser wichtigster Wein im Haus, ist der grüne Veltliner Arturo. Wir haben sich für den Namen entschieden, weil wie ich vor 3 Jahren in Kalifornien gearbeitet habe, da habe ich wirklich gar keinen kennt und da haben sie praktisch einen Arbeiter zugewiesen, der Arturo geheißen. Mit dem habe ich dann wirklich Tag und Nacht gearbeitet, hat mir alles gezeigt, die komplette Betriebsphilosophie von dem Weingut in Kalifornien. Und das ist dann eigentlich am Schluss ein wirklich sehr guter Freund für mich geworden und da haben wir gesagt, dass wir diesen Wein ihm widmen, Arturo. Die wichtigsten Lagen in unserem Weingut sind einmal die Riedstangl, wo wir sie da jetzt gerade aufhalten, weil da ganz einfach die schön würzigen und vor allem auch mineralischen Veltliner wachsen. Dann im Hintergrund hat man die Ried Wechselberg, wo unsere Riesling gedeihen. Dort haben wir Urgesteinsboden, sehr feine Mineralik und karger Boden, bringt ganz einfach sehr feingliedrige Weine. Dann die Ried Hasel nicht zu vergessen, die man ja in Straß auch kennt, ist bei uns ganz unten in der Ebene, sehr viel Humus im Boden, elegant, aber immer würzig, ein typischer Veltliner. Und was bei uns auch immer noch sehr, sehr wichtig ist, ist die Ried Fünfeckiger Stein, eine kleine Kessellage. Eignet sich sehr gut für die Burgundersorten, auch für Sauvignon Blanc. Der frührote Veltliner, den hat mein Großvater schon angepflanzt. Und meinem Vater war das immer relativ wichtig, dass wir die Sorte weiterhin erhalten, weil es eine sehr bodenständige Sorte für Österreich ist. Somit mache ich das auch weiter und schauen, dass wir das Beste daraus machen aus der Sorte. Den Weingarten, was der Markus mit 16 Jahren von mir bekommen hat, der war zufällig 1989 sein Geburtsjahrgang. Und so komme jetzt eigentlich ich ins Spiel. Ich habe einen Weingarten, der ist 1963 gepflanzt. Das ist mein Geburtsjahrgang. Und wir haben ein herrliches Verhältnis miteinander, wie der Arturo von Markus entstanden ist. Habe mich dann gefragt, was hältst du eigentlich davon, wenn wir meinen Weingarten 1963 und deinen Weingarten 1989 in der Flasche vereinen, der Vater mit dem Sohne. Alt trifft jung, eine herrliche Geschichte. Und so ist eigentlich der Arturo dann entstanden gewesen. Und das Angenehme war sofort, er hat das erste Jahr, wie wir ihn kreiert haben, im Salon total überzeugt und war unter die Top-Österreicher überhaupt. Und wenn wir den Wein jetzt einmal so hernehmen und einmal probieren, ich glaube, da kann man ruhig einmal ein Glas in die Hand nehmen. Und man riecht, da ist ganz einfach richtig Fülle drinnen, da ist richtig was Dichtes da und man merkt ganz einfach den Extrakt, der den Wein durch die späte Lese und durch ganz einfach die Winzerhand da erfahren hat, dass da wirklich Kraft drinnen ist. Und wir haben eine richtige Freude, dass wir den im Handel, in der Gastronomie so gut platziert haben. Ich habe mir jetzt vom Sortiment vom Weingut Waldschütz den Grüner Veltliner Arturo ausgesucht. Grüner Veltliner auch deshalb, weil er sehr typisch ist fürs Gebiet, für das Kammtal. Es ist die Hauptrebsorte und dieser Grüner Veltliner kommt vom Löss, das ist auch sehr gut für den Wein, ein sehr guter Boden für den Grüner Veltliner und dadurch besticht er auch in seiner Aromatik, die sich auszeichnet durch leichte
Zitronennoten, Orangenblüten habe ich gefunden, auch Tabak- und Kräuteraromen. Das ist auch sehr typisch für den grünen Veltliner. Und diese Vielzahl und dieser Reichtum an Aromen machen diesen Wein so spannend. Es ist genügend Säure da, er ist sehr prägnant, sehr mineralisch, auch salzig im Abgang. Und ich kann jetzt nach dem Verkosten des Weines sehr gut nachvollziehen, dass dieser Wein schon mehrfach im Salon Österreichischer Wein ausgezeichnet worden ist. Und ich genieße jetzt den grünen Veltliner Arturo. Zum Wohl!